Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront. Schön, dass du eingeschaltet hast, dass ihr eingeschaltet habt. Wir spielen Kampfläufer Angriff, wie ihr schon seht. Auf, boah, wie heißt die Map nochmal? Zulu Suppe, Alter? Ich weiß nicht, Zulu Suppe? Keine Ahnung, Alter. Ich kann mir die Maps immer noch nicht merken, die Namen. Ist auch scheißegal, ob so wie Gewinner am Ende. Den wechsle ich erstmal weg. Bombe hat das Ziel erfasst. Oder auch nicht. Oder? Alles klar? Alles klar? Okay. Wir haben eine Ablenkstation aktiviert. Da! Oh, ich habe aufgehört zu schießen! Oh Gott, es hat trotzdem gereicht. Oh Leute, ey. Wo immer natürlich, wenn ihr Bock habt auf weitere Videos. Dann supportet den Kram, oder? Da muss einfach mehr Support sein. Es gucken ja eh nur noch Leute zu, die das Projekt sehen wollen. Wo ist da denn bitte der Support? Da muss einfach mehr gehen, da muss mehr gehen. Ich hab's ja immer wieder gesagt. Ja, ich hab's ja immer wieder gesagt. Dieses Auto-Aiming. Oh Mann, Alter. Habt ihr gesehen, da versucht man schon den anzuschießen, der einen anguckt, aber das Auto-Aiming macht einen... einen Strich aus der Richtung draus durch. So sagt man doch, oder? So heißt es doch. Ja doch, ich bin mir sehr sicher, so heißt es. Ja, ich glaube letztes, ja doch, letztes Wochenende war es. Da war ja vierfache Experience. Und ich habe tatsächlich doch mal ein bisschen Zeit gefunden, ein bisschen so zu zocken. Bin jetzt knapp vor Level 81. Ist jetzt nicht viel mit vierfacher XP. Das heißt, ich habe auch nicht so viele Runden gemacht, wie ihr euch vorstellen könnt. Weil eigentlich, wenn man jetzt nicht unbedingt komplett abgeschissen hat, dann war... ja. Wenn man nicht unbedingt so zockt, ja, dann war ja pro Runde fast ein ganzes Level drin. Ne? Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele ich gemacht habe. 4, 5 Matches oder sowas, das war es dann auch schon. War aber ganz angenehm. Und da haben sie auch das gemacht, was ich schon die ganze Zeit gesagt habe, was das Beste wäre für Star Wars. Einfach die DLCs für alle, aber ja. Da konnte man sie anzocken, das ist ja auch ganz nett. Das ist auch ganz angenehm. Ich krieg nur einen Assist dafür. Hallo? Warum hat meine Granate nicht so gesessen? Nochmal eine rein in eure Fressen? Ich wollte gerade sagen, Alter, ihr chillt doch da hinten in der Ecke, Junge. Da! Alter, Junge. Wer zum Teufel, wer wagt es, Alter? Wer wagt es, mit diesem grünen Strahl der Pissigkeit auf mich zu... Du? Bist du es gewesen, Schurke? Für die Rebellion, Junge! Für die Rebellion! Ich muss sitzen! Die Bombe hat das Ziel erfasst. Feindliche Einheiten. Er will's wissen, er will's wissen. Oh oh. Ich ahne es jetzt schon. Ich ahne jetzt schon, was mir gleich blüht. Komm her, Junge, ich mach dich so hardcore-mäßig weg, Alter. Schnell aktivieren, schnell aktivieren. Aktivier die Scheiße, Junge! Komm schon! Was willst du? Ich bringe dich zu Brei! Imperiale Einheiten, den mach ich auch noch weg. Hör auf mit dem Scheiß! Too legit to quit. Okay, Junge. Alles klar. Du. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Okay. Alles klar. Alles klar. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Ja, mal sehen, was du so drauf hast, du kleine Furzflaume. Alles klar, ich bin sofort tot. Passalak Alien oder sowas heißt er. Ich weiß nicht ganz genau. Ich kann ja nicht lesen.
Nee, es ist auch noch so eine Sache, die muss ich lernen. Ey, it's Sonny Junior. Ist klar. Ach, Mann, ey. Na, naja. Das ist halt so das Ding, weißt du. Da kannst du natürlich nicht mehr so krass sein, wie du mal warst. Wenn du irgendwie alle 10 Tage nur zockst. Aber ja, gut. Ist halt so. Ist halt so. Ja, es. Wenn du mich nicht holst, Junge. Junge, wie schlecht bist du eigentlich, alter Schwede. Was war das? Was hat er da versucht? Nein. Ach man, es ist so ein... Nee, ist egal. Musst du nicht direkt wieder beleidigen. Was soll man zu so jemandem sagen, großartig? Da fehlen mir die Worte einfach. Der schimmelt sich mit dem Typen da in die Ecke rein, damit er schön überlebt. Ey, ich spiel. Was spielt er denn? Was spielt er denn? 9-1 nur! Und davon hat er mich zweimal getötet! Ach komm, hör doch auf, Junge. Verpiss dich! Schlappohr! Die Muster sitzen. Hä? Ich habe nicht mal einen Hitmarker bekommen. Willst du mir sagen, dass beide in die Bubbleblase gegangen sind? Gleichzeitig? In this just moment, in the second, in the grenade comes flying away? Hä? Das ist doch nicht möglich. Ja, ist mir scheißegal. Da reibe ich mich einfach an der Stelle auf. Das ist mir so scheißegal. Ist mir so scheißegal, das tötet mich gerne nochmal. Das juckt mich gar nicht mit dieser beschissenen Dreckswaffe. Absolute Bullshit-Waffe mit dieser mit diesem Second-Feuer. Ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. Ich hol euch da weg. Der Header ist ungeschützt. Das ist unsere Chance, ihn zu zerstören. So, Jungs. Jetzt haben wir die da ein bisschen vorn gehalten. Keine Sorge, ich kümmere mich um die Leute. Oh, Giftalarm! Ah, Lava-Alarm! Lava-Baba, Junge. Oh. Wo bin ich gespawnt? Wo bin ich gespawnt? Es ist tödlich, es ist tödlich. Ach, immer noch Pask Alien 01. Was ist das für ein Name, Mann? Wie soll man sich. Ich weiß nicht. Ich möchte immer so einen Namen haben, wo man einen gut ansprechen kann, oder? Wie soll ich ihn nennen? Jetzt mal, stellt euch mal vor, ich treffe ihn jetzt online und denke mir, oh cool, mit dem will ich mal eine Runde spielen. Wie soll ich ihn nennen? Soll ich ihn Alien nennen? Ey, Alien, was geht? Das ist. Ey, Alien. Hast du Bock auf eine Runde Star Wars? Ja, too legit, Junge. Du bist ein richtig krasser Boy. Er ist ein krasser Boy. Er ist schon krass. Muss man einfach so sagen. Spiele ich 2014. Na gut, ist nicht so schlimm, ey. Ich bin da reingerannt, um die kleinen Pisser aufzuhalten. Solange ich nicht ins Minus gerate. Muss ich nichts mehr zu sagen. Triple Kill. Jo. Also hier an der Corner zu chillen ist noch in Ordnung. Ich weg. So, nächste Granate ist raus. Absolut keine Wirkung gehabt. Ah,
die gehen natürlich jetzt. Krass, dass ich hier so lange stehen kann, ohne angeballert zu werden. Es muss ein Wunder sein. Ah, da vorne seid ihr kleinen Schurken. Für die Rebellion, sage ich nur. Für die Rebellion. Für die Rebellion. Mann! Oh. Ich hab's gejinxt, Alter. Ich hab's einfach gejinxt. In dem Moment, als ich ausgesprochen habe. Yo, jetzt laufe ich hier nur ganz normal durch die Gegend und werde übel angewichst. Was schießt mich denn die ganze Zeit ab? Okay, ich hoffe, das ging unter im Chaos, dass ich hier chille. Im Namen der Ratte, Junge! Meister Splinter, hilf mir doch! Das Rattendojo, das ist meins, Junge! Oh Gott, Meister Splinter, Junge! Du hast mir nichts beigebracht! Nix, du Rattenbengel! Ey, was geht denn hier ab? Was chillen hier schon in meiner Hut? Alter! Was chillen hier schon in meiner Hut? Wow. Nice. Nice, Alter. Ich schieße erstmal 3 Jahre drauf. Und krieg am Ende nicht den Kill. Nice. Ich hab doch einen Hitmarker bekommen. Assist. Oh Gott, schlechter konnte es nicht laufen. Ich hab jemanden getötet damit. Junge, ey, ohne Witz, ich schwör's euch, es ist einfach, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, es ist einfach der Granatengott Johnny Spirit, es ist einfach, was soll man dazu sagen, Alter, der Spirit ist true, er ist true, einfach. Granatengott Johnny, du bist so geil, Granatengott Johnny, da gehst du steil, er singt wieder das Lied. Wir müssen die mal jetzt angreifbar machen. Ich hab doch mir meinen Teil am Start. Sobald die angreifbar sind, hau ich's raus, Jungs. Die müssen nochmal langsam angreifbar sein. Was ist denn los hier, Scheiße, nochmal? Ich komme hier wieder nicht hoch. Es ist so dumm, einfach nur. Ja, natürlich. Ja, natürlich! Das willst du mir doch jetzt gerade nicht erzählen, dass das real gewesen sein soll, oder? Das willst du mir noch nicht erzählt haben, gehabt haben. Habt ihr gesehen, wie weit das Geschütz weg war? Ich will es ja nur mal erwähnt haben, so, weißt du? Also. Wir müssen was gegen diesen AT-AT unternehmen. Er hat es auf unsere DR-75 abgesehen. Granatengott Johnny, du bist so geil. Wer will mit mir wieder da knutschen? Ja, Droide, weißt du, wow, Wahnsinn. Ich werde übel mit den Droiden weggemacht. Nice one. Scheiße, Alter. Granatengott Johnny, du bist so geil. Wir haben verloren da. Geht gar nichts mehr steil. Ich hab 33-21. Na, ist okay. Ein Vamp Warrior 71-1? War der die ganze Zeit im Detail? Habt ihr mal drauf geachtet vielleicht? So im Killfeed? Hat da jemand drauf geachtet? AT-AT-Action die ganze Zeit? Kann das sein? Ich meine, in der letzten Phase, wo wir jetzt gerade gewesen sind, also in der letzten Phase der Map im AT-AT zu sein, ist glaube ich irgendwie, ich weiß nicht, das ist irgendwie das Glückslos, oder? Das ist geiler, als ein Held zu sein oder ein Schurke zu sein, oder? Weil, hat man ja gesehen, wenn du da denn
den Orbitalangriff machst, dann noch das Geschütz nutzt, Alter, dann kannst du ja eigentlich alle wegwichsen, ganz locker flockig, oder? Ja. Na gut, 71-1 musst du trotz allem erstmal machen. Also, so ist es ja jetzt nicht. Egal, wie er es geschafft hat, musst du erstmal schaffen. Habe ich nicht geschafft, also ich halt meine Klappe, ich halt mein Maul. Auch für die Folge. Und ja, wie am Anfang gesagt, Leute, wenn ihr mehr sehen wollt, tut was dafür. Ganz einfache Geschichte. Ich danke fürs Zusehen allerdings und ja, hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag, Leute. Haut rein und tschüss.